Heute koche ich für euch ein köstliches Linsencurry, aber nicht alleine, sondern mit einem Menschen, den ich ganz doll lieb habe. Für mein köstliches Curry kommt jetzt die Resi zu mir. Wie zur Show. Kannst du so einen Jingle einblenden, Felix? So cool. Das ist meine Freundin Theresa und wir beide wollen versuchen, ein bisschen weniger Fleisch zu essen und sogar öfter mal vegan zu leben. Und du hast gesagt, dir fehlen manchmal so ein bisschen die Ideen. Und deswegen bist du heute hier. Ganz genau. Wir machen ein Curry. Hast du schon mal ein Curry gemacht? Nein, leider noch nie. Warum nicht, Resinger? Ja, mir ist es irgendwie immer zu scharf oder ich weiß nicht so genau, wie ich das hinkriege, dass es halt nicht ganz so scharf ist wie beim Asiaten. Okay, wir machen heute deswegen ein indisches Curry, auch mit Chili, aber das Chili kommt optional oben drauf zusammen mit dem Cashew-Cannon-Topping. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Was möchtest du schneiden? Ich habe zur Auswahl. Pilze. Die Pilze. Gute Wahl. Ich liebe Pilze. Ich liebe auch Pilze. Wir brauchen noch eine Schüssel, warte. Pilze sind auch total gut für die vegetarische Ernährung, weil sie haben einfach diesen Umami-Geschmack, der nach Fleisch schmeckt. Deswegen immer einen Pilz rein. Ich schneide dabei schon mal die Zwiebel. Resi heißt eigentlich gar nicht Resi, sondern Theresa, aber ich sage manchmal Resi und manchmal auch Resinger, je nachdem. Und wenn es ganz bunt kommt, ist der Resinger Hof. Vielleicht hast du mal Lust zu erzählen, warum wir uns überlegt haben, ein bisschen mehr vegan zu essen und noch mehr auf Fleisch zu verzichten. Ganz abgesehen von den Tieren, die natürlich dabei sterben, und das ist mit Sicherheit auch für viele Veganer ein Grund, darauf zu verzichten. Also nicht nur die Tiere, die dafür sterben, sondern die auch ihre Milch hergeben müssen und so weiter. Machen wir beide das, glaube ich, eher aus so einem gesundheitlichen Grund. Und wir schaffen es ja auch nicht immer. Wollen wir auch gar nicht. Und wir mögen ja auch gerne Fleisch. Und Käse. Wir lieben Käse. Ich habe Resi letztens eine WhatsApp-Nachricht geschrieben. Ich so, Resi, was machen wir eigentlich ohne Käse? Ich kann gar nicht mehr zum Kühlschrank gehen und mir Scheiben vom Käse abschneiden den ganzen Tag. Sag mir, was du stattdessen isst. Ja, das ist eine Herausforderung auf jeden Fall als Veganer. Ja, das finde ich auch. Und für mich irgendwie als Köchin gibt es halt auch nochmal so eine Challenge, so neue Gerichte auszuprobieren. Das erweitert irgendwie meinen Horizont voll. Und deswegen mache ich das einfach mal mit. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr für Erfahrungen mit veganem Essen gemacht habt. Und ob ihr Lust habt, dass ich vielleicht öfter jetzt mal vegan koche. Oder ob ihr es voll blöd findet. Und dann mache ich halt wieder Hack und Steak. Auch gut. Ich würde sagen, das reicht vielleicht jetzt auch schon mal. Dann gebe ich dir jetzt mal einen Wok. Was kochst du denn im Moment so für vegane Sachen oder was isst du denn den ganzen Tag? Tatsächlich mache ich am allerliebsten einfach so ganz große Gemüsebowls, wo ich einfach irgendwie das Gemüse, was ich gerade da habe oder worauf ich Bock habe, anbrate. Pilze sind tatsächlich immer dabei. Sag ich doch, immer Pilze. Und vielleicht am Ende noch ein bisschen Salatblätter oder so, ein paar Kerne, was Crunchiges so reintue. Und ja, ein paar Kichererbsen manchmal noch, ein paar Linsen. Ich gebe jetzt mal die Zwiebeln und den Knoblauch in die Pfanne. Das ist jetzt noch nicht heiß und macht ja nichts. Haben wir uns schon voll verquatscht. Gerne, vielleicht eine kleine Würfel. Mhm. Und ich verbringe die Zeit damit, darauf zu warten, dass die Zwiebeln endlich mal irgendwas tun. Ich kann jetzt nochmal sagen, was gleich alles in unser Curry kommt, und zwar Süßkartoffeln. Dann habe ich hier rote Linsen, Zucchinis, Champignons. Und dann oben drauf kommt noch so ein richtig leckeres Topping aus Frühlingszwiebeln, Cashewkern und Koriander. Das wird dem Ganzen noch so ein Freshness. Und Chili optional. Riese nicht so viel, weil ich mag es nicht so scharf. Das ist, glaube ich, auch das Einzige, was ich an dir nicht mag, ist, wenn ich kein Schaf ist. Manchmal versuche ich so runterzuschimmern, wenn ich was koche, so ein bisschen Chili, und sagt sie gleich, ist da Chili dran? Ich schmeck's halt sofort. Ist es wahrscheinlich Gewohnheit, ne? Also, wenn man in Thailand aufwächst, dann muss man Chili essen, sonst verhungert man wahrscheinlich. Und du, bist in Thailand aufgewachsen? Ich schäle jetzt mal die Süßkartoffeln. Weißt du, was ich auch schwierig fand? In der Weihnachtszeit, auf irgendwelchen Weihnachtsfeiern, wenn man dann sagt, oh, ich esse im Moment vegan und dann ist da die Gans und das und der Rotkohl schon mit Entenfett abgeschmeckt und so. Man denkt so, und ich muss doch die Kokos-Curry-Suppe essen. Es gibt dann immer Kokos-Curry-Suppe. Ja. Ich war ja Heiligabend auf dem Schiff und da gab es tatsächlich in der Karibik Ente. Das war ziemlich absurd. Passt dann gar nicht, oder? Nee. Also wie gesagt, man muss da halt auch einfach gar nicht so strikt sein, oder? Nee, aber es ist gut, wenn man sich mal dessen bewusst wird und so ein bisschen den Horizont erweitert. Und was du auch meintest, einfach nicht als selbstverständlich sehen, jeden Tag Fleisch zu essen, weil das ist es nicht. Und es kann auch am Ende des Tages nicht gut sein. Wie gesagt, ich mache es ja jetzt nicht so strikt und regelmäßig, aber wenn ich das mal so mehrere Tage hintereinander mache, ich fühle mich tatsächlich auch viel, viel besser damit. Ich bin nicht so müde, irgendwie geht es mir besser, ich bin irgendwie erholter, habe ich fast so ein bisschen das Gefühl. Und ich finde, man hat das Gefühl, man hat richtig was geschafft, so wie nach dem Sport irgendwie so. Yes, wieder ein Tag vegan. Also wir schreiben uns dann auch so WhatsApp-Nachrichten, ich habe es wieder heute durchgehalten. Ja, aber ist tatsächlich stolz darauf, weil es halt nicht so, ja, es ist nicht leicht auf jeden Fall. Eine Challenge. Ich gebe jetzt mal die Süßkartoffeln dazu. Aber jetzt nochmal für alle, die nicht vegan sind und es auch niemals sein werden. Dieses Curry schmeckt einfach so lecker, dass es auch wurscht ist, ob es vegan ist oder nicht. Also das ist auch ganz wichtig. Ich gebe jetzt schon mal ein bisschen Salz auf die Süßkartoffeln.
Weil das ist natürlich auch wichtig bei der veganen Ernährung, dass man ordentlich würzt, damit auch alles nach was schmeckt. Die Pilze und die Zucchinis brate ich gleich in einer separaten Pfanne an. Weil, wenn wir das jetzt gleich hier dazugeben würden, würden die total schnell durchkochen und nach gar nichts mehr schmecken. Deswegen lieber am Ende dazugeben, dann bleibt es auch schön grün und knackig. Hier können wir jetzt würzen und zwar möchte ich die Gewürze so ein bisschen mit anbraten. Und zwar habe ich hier Currypulver, also ganz normales. Dann ist hier Garam Masala, das ist so eine indische Gewürzmischung, die kann man eigentlich in jedem Asialaden kaufen oder auch im normalen Supermarkt schon. Ein kleines bisschen Kreuzkümmel und Kurkuma, dann wird es schön gelb und außerdem ist Kurkuma auch sehr gesund. Jetzt haben wir hier ein bisschen Ingwer. Ich schäle den Ingwer übrigens nie, das habe ich von einer Asiatin gelernt, das habe ich schon öfter mal erzählt, aber ich sage es immer wieder gern. Es erspart mir viel Arbeit. Und dann wird das Ganze mit Kokosmilch abgelöscht. Und zwar haben wir so ein besonders cremiges Exemplar, ne? Das heißt schon Kokossahne, so sieht das aus. Jetzt schön cremig. Ich hole vielleicht mal eine zweite Pfanne, dann kannst du schon mal die Champignons anbraten und die Zucchinis. Mhm. Kurze Karambolage, die ich veranstaltet. Macht ja nichts. Ich gebe jetzt noch eine besondere Zutat mit in mein Curry und zwar sind das Kaffee-Limettenblätter. Kaffee-Limettenblätter. Die gibt es im Asialaden gefroren oder auch getrocknet und diese sind sogar von meinem eigenen Baum. Leider ist es jetzt schon dunkel draußen, deswegen kann ich euch den Baum nicht zeigen. Aber ich habe aus dem Tropenhaus in Franken einen Baum mitgebracht und riech mal. Oh, wow. Nach was riecht das? Nach Limette? Nicht gedacht. Kommt jetzt auch mit rein. Die kann man allerdings nicht mitessen, die muss man wieder rauskischen. Ich gebe jetzt die Linsen dazu. Und zwar das Schöne bei roten Linsen ist, dass sie nur ungefähr so 10 Minuten brauchen, um zu kochen. Und man muss sie nicht einweichen, das heißt, man kann auch spontan Linsen kochen. Was geht an der Pilzfront? Ich glaube, jetzt könnte die Pfanne heiß sein. Erst die Pilze oder erst die Zucchinis? Oder erst die Pilze, würde ich sagen, weil die brauchen ein bisschen länger. Wir wollen ja, dass sie so knusprig werden. Ich gebe jetzt noch eine Zimtstange mit ins Curry. Die gibt auch nochmal so ein richtig schönes Aroma. Und für Umami und Würze Sojasauce. Ich mache mal unser Topping. Und zwar brauchen wir dafür Frühlingszwiebeln. Und schaut, dass ihr die so richtig schön fein schneidet, weil am Ende möchte man nicht so viel rohe Frühlingszwiebel im Mund haben, sondern nur so ein leichtes Aroma. Das heißt, ganz, ganz dünne Scheibchen. Wie in so einer asiatischen Garküche. Zu zweit kochen ist viel schöner. Wie findet ihr das mit Gast? Ich werde einfach meine ganzen Freunde jetzt einladen. Wie findet ihr das? Gut oder schlecht? Ich möchte nochmal. Ich auch, dass ihr nochmal kommt. Ich hacke jetzt die Cashewkerne. Steh voll auf Cashewkerne. Wow. Sehr. Das ist ein guter veganer Zwischendurch-Snack statt Käse. Meinst du, es schon fertig? Ja, wir brauchen noch ein bisschen Salz und Pfeffer. Salz. Und als letzte Zutat fürs Topping noch frischer Koriander. Und den schneide ich auch komplett mit Stielen. Theresa ist ein ganz witziger Mensch. Sie isst nicht gerne Spaghetti Bolognese. Hä? Wenn ihr Felix sehen könntet, selbst mein Kameramann ist komplett unglaubwürdig. Ich mache mir jetzt noch ein paar Chilischoten. Die gibt es als Topping oben drauf. Und wenn du willst, kannst du das Gemüse jetzt auch mit hier reingeben. Das ist jetzt so richtig schön knusprig und rösch angebraten. Und nun braucht man wirklich nur noch eine letzte Zutat. Dann Limette. Okay. Und zwar nehmen wir den Abrieb. Und dann natürlich ganz wichtig, gerade bei Linsen. Linsen brauchen einfach Säure mit gemeinsamer Power. Und wenn man will, kann man jetzt noch, um die Säure ein bisschen abzufangen. Man denkt, es macht keinen Sinn, macht aber noch ein bisschen Zucker dazugeben. Das verstärkt auch nochmal den Geschmack. Aber nur ein Teelöffel. Und jetzt können wir kurz ein bisschen aufräumen und dann können wir essen. Ja. Yay! So, zwei Schälchen. Normalerweise würden wir auch von einem Teller essen, aber Resi mag es ja nicht scharf, deswegen müssen wir in diesem Fall teilen. Und ihr könnt natürlich dazu Brot essen oder Reis oder was ihr am liebsten mögt. Oder einfach so, weil ich glaube, durch die Kartoffeln und durch die Linsen ist es auch super nahrhaft. Alright. Oh, das riecht super. Topping? Danke sehr. Okay, tschüss. Das sieht so richtig schön bunt aus. Und ich sage ja immer, ne, wenn es bunt aussieht, dann schmeckt es auch bunt. Ja, jetzt gut gelernt. Wie schmeckt dir das? Sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, ich war ein bisschen skeptisch, weil ich bin eigentlich gar nicht so ein Linsen-Fan. Auch das noch. Aber wirklich lecker. Ich hoffe, euch hat es gut gefallen und ihr habt vielleicht Lust, dieses vegane Curry nachzukochen, ob ihr nun Veganer seid oder nicht. Es schmeckt auf jeden Fall total lecker. Resi, vielen Dank, dass du da warst. Und danke, dass ich hier sein durfte. Schön, dass ihr dabei wart. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss!